Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Let's Create Your Sims. Der erste Sim, den wir jetzt erstellen, hier, soll LJ Marquis heißen und wurde mir eingesandt von LJMLP. Ich lese jetzt erstmal den Steckbrief vor, den er mir so geschickt hat. Und dann schauen wir mal, was ich da sonst noch so mache. Also, Hallöle, the only Ra. Im Folgenden mein Stecki für den Sim, den du mir erstellen sollst. Mein Sim wird LJ Marquis genannt. Mit seinen 19 Jahren ist er 1,80 groß und schlank. Sein Gesicht ist eher unauffällig. Einigermaßen weiche Gesichtszüge, eine schmale Nase, etwas buschige Augenbrauen, kein Bart, dafür aber lange, wilde, dunkelblonde Locken und eine Brille verdeckt seine grünen, braunen Augen. Des Weiteren schmückt ihn ein Augenbrauenpiercing. Mein Sim hört am liebsten Metal und ist auch dementsprechend gekleidet. Dunkle Klamotten, bevorzugt Shirts und Kapuzenpullis. Manchmal trägt er auch Mützen. Nietengürtel gehören auch zu seinem Inventar und seine Lederarmbänder dürfen nicht fehlen. Am liebsten trägt er schwarze Turnschuhe oder Chucks mit weißen Schnürbändern. Seine Hobbys sind Gitarre spielen, Skaten, Videogames zocken und Musik hören. Zu seinen Charakterzügen lässt sich vielleicht sagen, dass er eher der gelassene Typ ist. Wenn was schief läuft, denkt er sich, was soll ich sagen, oh, shit happens, und geht seinen üblichen Beschäftigungen nach. Er ist relativ passiv und in Konversationen mit anderen auch recht zurückhaltend, es sei denn, es geht um eins seiner Hobbys oder ähnliches. So, lieber Ra, ich hoffe, das sind fürs Erste genug Infos über meinen Sim. MFG und einen schönen Abend noch, LJM. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, das mit den Augen, das fand ich sehr genial, muss ich jetzt mal dazu sagen. Die Augen, die am Anfang, diese hier nämlich, die am Anfang schon gegeben waren, fand ich von der Form her sehr passend. Ja, die Haare. Also, das waren halt auch die optimalsten Haare, die ich finden konnte. So lange, wellige, lockige Haare und so ein dunkelblond, ne? Sind ja praktisch lange Locken. Ja, da habe ich dann ausprobiert, ob ihm Sommersprossen stehen, aber fand es dann doch nicht so schick. Das ist jetzt übrigens mit dreifacher Geschwindigkeit abgespielt. Ich habe also, kann man ja zurückrechnen, ungefähr 37 Minuten an ihm gebaut. So. Ja, da noch ein Tattoo, damit dieses Rocker- oder Metal-Gen so ein bisschen sich zeigt. Dachte ich, so einen schönen dunklen Sensenmann, der auf seiner Sense so E-Gitarre spielt. Das geht doch wunderbar. Da habe ich nochmal. Was mache ich denn da? Ach so, ja, ich wollte nur mal die Gesamtansicht noch haben. Ja, klamottentechnisch habe ich natürlich gleich gedacht, geil. Das mit dem Schal ist super. Passt zu diesem, also dunklen Shirt. Und so stelle ich mir auch immer so einen Mettler vor mit so einem, ja, Pali-Tuch. Ich selbst habe ja auch eins. Und ich weiß zufälligerweise, dass der liebe LJMLP auch diverse Tücher hat. Naja, nicht zufälligerweise, ne? So, als Hose natürlich irgendwie was Punkrockiges. Also wurde es dann am Ende diese Hose. Aber die war natürlich noch zu hell. Und dann musste ich erstmal rausfinden, wie man auf dieses Menü kommt. Ja, ihr müsst ja überlegen, das ist jetzt dreifache Geschwindigkeit. Ich überlege ja alles da dreimal so lange. So, nun. Die Musik ist übrigens von incompetech.com, wo auch zum Beispiel Honeyball die herbezieht. Daher sollte sie euch von ihr her sehr bekannt vorkommen. Ja, danke nochmal an Honey, dass du mir deine Playlist da mal geschickt hattest, damit ich mir da auch mal ein bisschen was raus zusammenstellen kann. Das sind doch super geniale Songs einfach, ne? So als Hintergrundmusik. So, ja, die Schuhe waren ja jetzt genau der Beschreibung entsprechend, falls ihr das gesehen habt. Also, Chucks mit weißen Schnürbändern.
Die Brille habe ich halt so nerdig gewählt, weil er halt Computerfreak oder hier Videogames zocken geschrieben hat. Das Lederarmband. Ja, am Ende wird's dann die Nerdbrille. Na, los, nein, ja, genau die wird's dann am Ende. So von wegen, nerdig by nature. Eine Abendkleidung. Da wollte ich ja eigentlich erst die Lederjacke nehmen, aber outfit-technisch, es hatte nicht so ganz geklappt. Und, ja, guck mal hier so mit Kapuze. Hatte er auch geschrieben, dass er auch Kapuzenpullis trägt. Da habe ich dann den Kapuzenpulli praktisch ins Abendoutfit gebracht. Dass man so was Halbformales hat, ne? Und Schuhe. Da habe ich erstmal nach Chucks gesucht, weil heutzutage wird als Abendkleidung ja auch einfach mal, werden auch mal Chucks getragen, aber gab es da leider nicht. Also habe ich dann geschaut, dass die Schuhe einigermaßen zum Outfit passen. Ich habe erstmal so ein bisschen rumgealbert, ne? Das sieht man jetzt. Die roten, das geht ja gar nicht, aber... Ja, er guckt auch gerade so ein bisschen leidend. Ja, und da habe ich dann festgestellt, dass die Accessoires bei jedem Outfit einfach bleiben. Weswegen ich ihm dann auch gleich ganz schnell diese blöden Socken wieder ausziehen werde. Ja, das mit der Jogginghose weiß ich auch so insidermäßig übrigens. Das entspricht auch der Realität. So, jetzt hat er auch wieder, ist er auch wieder barfuß und nicht mehr in irgendwelchen Socken unterwegs ins Bett. Ich meine, wer von euch schläft denn mit Socken im Bett? Na gut, im Winter vielleicht, aber ansonsten nicht so. Ja, da dachte ich jetzt bin ich mal witzig. Sieht auch voll stylisch aus. Sportkleidung. Na? Ja, und dann kurze Trainingshose. Die musste dann aber, soweit ich weiß, auch noch ein bisschen dunkler. Ja, hier Schacks zum Laufen, das ist ja sowieso Standard. Ja, hab die Hose dann halt noch ein bisschen abgedunkelt. Weil dieses Mettlerige so ein bisschen hervorzubringen, dass er halt nicht so viel Weiß trägt eigentlich. Ja. Ja, und die Badehose ging ja auch nicht, weil er kann ja nicht einfach in seiner Sporthose baden gehen, also muss ich da auch ein bisschen dran rumbasteln. Ich glaube, die wird rot, ne? Ja, die wird rot. Ja, klar. Ja, ich würde es cool finden, wenn man diese Muster da drauf noch färben könnte. Die sind ja jetzt weiß, die Blätter. Wenn man die auch noch färben könnte. Ja, an den Merkmalen. Da habe ich dann ganz genau, deswegen warte ich hier teilweise, habe ich mir mal ganz genau gelesen, was hier stand. Also der gelassene Typ und er spielt Gitarre und hört Musik. Also Gitarre und Musik, da dachte ich so, ja, der muss auf jeden Fall musikalisch sein. Computerfreak habe ich dann drauf verzichtet, weil Videogames zocken ist noch nicht so wirklich Computerfreak-mäßig. Ja, was habe ich dann genommen? Ja, genau. Künstlerisch. Weil, Gitarre spielen und Musik hören, das ist so eine gewisse künstlerische Ader, würde ich mal sagen. Ne? Und, ja, Virtuose, klar, Musik. Ja, ich wollte so einen kleinen Musiker schaffen dann. Perfektionist, behalte ich das bei, weiß ich gerade nicht. Nee, nehme ich raus, ja, okay. Ich hatte das nämlich jetzt, gestern habe ich den Zimmer erstellt und musste jetzt erstmal natürlich die Nachbearbeitung machen, also das Video zusammenschneiden, dann als Zeitraffer speichern, die Musik auswählen und jetzt spreche ich praktisch auf das fertige Video noch meinen Kommentar drauf. So könnt ihr euch das dann vorstellen. Das heißt, es sind ein paar Schritte, bis man das alles zusammen hat, damit es auch für euch so ein bisschen authentisch kommt und man hier nicht stundenlang gelangweiltes Gelaber hört und vor allen Dingen nicht die ganze Zeit diese Die Sims-Mucke, die einem irgendwann sowas von auf den Senkel geht. Das wollte ich euch nicht antun. Ja, also Chaot natürlich, weil so verstreuter Musiker, der sich dann nur um seine Musik kümmert und er hat auch geschrieben hier, dass er eher der gelassene Typ ist. Wenn das schief läuft, denkt er sich, was soll ich sagen, shit happens. Also das wollte ich mit dem Chaoten so ein bisschen reinbringen. Aber halt, dass er stets freundlich ist
weil er ist ja in Konversationen passiv und zurückhaltend, aber ist halt immer stets freundlich und hat Star-Qualität, weil seine Hobbys halt sein Fable sind. Das heißt, dass er damit dann auch richtig gut umgehen kann. Und dann habe ich, glaube ich, ja, Rockstar, genau. Weil er ist auch ein gutes Ziel. Und bei Essen habe ich mir erstmal alles durchgelesen, was es gab. Ja, ich kann so schnell lesen. Nein, Leute, das ist ja dreifache Geschwindigkeit. Und ich glaube, ich nehme dann am Ende die Pfannkuchen, oder? Ja, doch, nehme ich. Ja, Musik. Habe ich benutzerdefinierte Musik genommen, weil ich die benutzerdefinierte Musik dann später auch in das Spiel reinstelle. Wenn ihr irgendwie Musikwünsche habt, die jetzt nicht so extrem in Richtung Hip-Hop gehen, weil dann werde ich nie Radio hören, dann könnt ihr sie auch gerne posten und ich versuche die mit in die Playlist aufzunehmen. Ja, dann habe ich nochmal geschaut, ob auch alles stimmt und habe dann nämlich festgestellt, kommt gleich, habe ich festgestellt, dass er bei seinen Klamotten einen Fehler drin hatte. Und zwar hat das Programm die Alltagskleidung nicht übernommen. Also alle anderen Kleidungen waren übernommen. Nur jetzt guck mal, Alltagskleidung, da macht es jetzt plöpp und dann hat er wieder das Standardding. Bei den anderen Dingern ist es alles bei, also bei Abendkleidung und so weiter, ist es alles richtig. Nur die war irgendwie weg. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt mache ich sie halt nochmal schnell nach, ne? So, und dann noch ein bisschen dunkler. Und was war da noch? Ja, genau, die Schuhe müssen ja auch wieder die richtigen sein. Und auch wieder die Schnürsenkel so ein bisschen anpassen. Ein bisschen dreckig gestalten. Ja, die Kleidung stimmt auch. Alles klar. Hä? Ja, und dann war ich halt froh, dass das wenigstens gepasst hat. Und gegencheckt, dass er es auch wirklich hat. Wassermann habe ich übrigens gewählt, weil ich weiß, dass dass der Autor des Steckbriefs auch Wassermann ist. So, und dann speichern und fertig. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Create Your Sims Ausgabe 2. Man sieht sich, euer The Only Ra.